Aggressiver Türke ist auch wieder da, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bro. Denkst du, Frauen stehen auf Bad Boys? Hahaha. Frauen mögen leider auch Arschlöcher, weißt du, wie ich meine so? Mach wieder Interviews. Mit dir war das beste Format. Mal Kontakt zu InScope und Tim gehabt. Tim und InScope waren ja so die Zöglinge vom Karl mäßig so, weil Karl dann Videos mit ihm gemacht hat und ihn dann so ein bisschen stabil gemacht hat, so, ne? Kontakt zu Zitlo. Zieht's noch, na, Mann? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und die. Bruder, was sagst du zu Afghanistan? Inshallah wird alles gut. Ja, Bruder, hoffe ich auch, Bro. Ich habe gestern auch dann zum ersten Mal mich richtig rein informiert und es ist echt scheiße, Bro. Das ist echt traurig, Mann. Einfach generell Menschen so zu sehen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Menschen, die fürchten, Menschen, die Angst haben, die flüchten und so. Das ist voll hart, Mann. Das ist voll traurig, Alter. Mit so einem, also wenn ich so, das fühle ich nicht, Bro. Fühle ich nicht, Bro. Fühlst du dich schon richtig wohl in Tulum oder im Herzen noch Germany? Beides. Ich bin Deutscher. Das wird, glaube ich, auch nicht weggehen, aber ich fühle mich auch wohl hier. So ist das. Natürlich hat man schon so ein heimisches Gefühl hier aufgebaut, ne? Ich bin ja jetzt auch schon ultra lange hier. Yeah. Würde auch jetzt gern mit meiner Frau und Kindern dort sein, wo du bist, Bro. Komm her. Let's go. Komm hier hin, Digga. Ich habe auch gestern zu Cracker gesagt. Crack will! Zu Cracker habe ich auch gesagt, Bro, schnapp deine Kinder, schnapp deine Frau, Digga, und komm, Digga. Ja. Ich rutsch mal noch ein bisschen hier rüber, so. Auf entspannt. Also, Mikrofon von der Seite ist auf jeden Fall geil. Danke nochmal an denjenigen, der den Tipp rausgehauen hat. Leon Habibi, wie findest du Raf Camora? Fühlst du seine Vibes? Ich muss sagen, ich habe nicht so viel auf dem Schirm von Raf. Ich habe Raf erst auf den Schirm bekommen mit dieser ganzen Palme aus Plastik-Nummer. Habe ich übergefühlt, habe ich übergefeiert. Eigentlich habe ich ihn nur in Kombination mit den 187-Jungs so mitverfolgt. Und deswegen würde ich mir jetzt, und es wäre auch, wäre nicht korrekt, wenn ich jetzt, weißt du, ich kann mir nicht anmaßen, um deine Meinung zu sagen, weil ich ihn seine ganze Karriere nicht so wirklich auf dem Schirm habe. So. Aggressiver Türke ist auch wieder da, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bro. Denkst du, Frauen stehen auf Bad Boys? Hahaha. Ja. Ja. Denke ich schon, ja. Frauen fühlen sich hingezogen zu Männern, die ein bisschen nicht normal sind, nennen wir es mal so. Egal in welche Richtung. Und ja, Frauen mögen leider auch Arschlöcher, weißt du, wie ich meine so. Ich würde mich selber als ein kleines Arschloch bezeichnen und das hat mir eigentlich nur Türen geöffnet, so. Das Arschloch sein, das eigentlich nicht gut ist, weil das einen natürlich dann auch dazu nicht wirklich animiert, das Arschloch sein wegzulassen. Weißt du, ich meine so. Aber ich bin ein stolzes Arschloch auf jeden Fall. Kennt ihr das kleine Arschloch noch von damals? War das eine Serie oder ein Film? Ich glaube, es war ein Film. Hallo, ich habe dich gar nicht wiedergefunden. Seit wann gibt es den Account? Den Account gibt es erst seit gestern, Bro. Lass gerne ein Follow da. Und ja, Digga, was soll ich dir sagen, Bruder? Twitch hat mich gefickt auf jeden Fall. Twitch hat mich gefickt. Die wollen mir meinen alten Account nicht zurückgeben. Ich werde denen auch heute oder morgen nochmal eine E-Mail schreiben und werde denen so sagen, so ey Leute, so ich mache jetzt einen neuen Account so und ihr werdet sehen, der alte Account wird jetzt nicht mehr benutzt. Habt ihr schön gemacht, danke für nix, Digga, weißt du, wie ich meine so? Da kannst du auch verifizieren, Ausweis schicken, was du willst. Die kommen mit so komischen Antworten, Bruder. Fühl ich gar nicht. Mach wieder Interviews, mit dir war das beste Format. War geil, Digga, war eine richtig geile Zeit, Bruder. Also ich finde selber auch, Talks machen mir auch extrem viel Spaß so. Und ich bin jetzt auch kein Mensch, der generell abgeneigt ist, davon Talks zu machen so. Talks, Freunde, ja, Talks ist ganz wichtig. Ich mache keine Interviews mehr, wenn dann Talks, ja. Auf jeden Fall bin ich generell nicht davon abgeneigt, Talks zu machen wieder. Und wenn sich das ergibt, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Ich hätte Bock, vielleicht auch mal hier den ein oder anderen Kandidaten einfach mal vor die Cam zu ziehen, mit den Leuten, mit denen ich hier Kontakt habe und ein bisschen zu quatschen. Und vielleicht auch mal hier online über Twitch, also da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, hier online über Twitch nochmal ein bisschen was zu machen. Mal Kontakt zu InScope und Tim gehabt. Ja. Ja. Ja klar, Digga. Auch dann über die Connection so.
Karl S. Emir, Digga. Mit Emir war ich ja auch damals unterwegs und Emir war, glaube ich, richtig cool mit InScope, Digga. Ja, auf der FIBO, da hat er mich dann damit reingerissen. Und dann haben wir da so unseren Scheiß gemacht, so. Da habe ich die Jungs zum ersten Mal kennengelernt, glaube ich. Ja, das war ja relativ eng alles so. Ich war ja mit Patrick, Micha, Karl und so. Und dann war ja Tim und InScope waren ja so die Zöglinge vom Karl mäßig so. Hat man so mitbekommen auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine so? Ich habe auch InScope verfolgt gehabt wegen Karl S. So. Weil Karl dann Videos mit ihm gemacht hat und ihn dann so ein bisschen stabil gemacht hat. So, ne? Was auch viele vergessen haben, Digga. Also InScope sah komplett anders aus und hat ein ganz war ein ganz anderer Typ, Digga, bevor Karl gekommen ist. So. Danach hat der Bruder angefangen mit Fitness, vegan, Money zu machen und so. Darf man nicht unterschätzen, darf man nicht vergessen. Aber natürlich stecke ich da nicht drin, ich war nicht live dabei, deswegen würde ich mir nicht anmaßen, jetzt da jemanden so, weißt du? Aber ich habe das auf jeden Fall alles mitbekommen und es wären auch alles Thematiken, die ich auch gerne mal ansprechen wollen würde mit Karl zusammen, aber auch gerne mit den Jungs, Digga, so. Aber ich glaube, die Jungs sind ja auch so unterwegs, dass die, ich glaube, die würden mit mir nichts mehr machen, weil ich halt mal meine Meinung gesagt habe und mal gecancelt wurde, ist zu gefährlich, glaube ich, für diese Mainstream-YouTuber. So, und Karl wird das auf jeden Fall machen, glaube ich. Mit Flair nochmal privat Kontakt gehabt, seitdem er gesagt hat, dass er deine Mucke nicht mag? Nö. Nicht mehr. Kontakt zu Zitlo. Zieht Snow, na Mann? Ich habe nur gesehen, dass der Zieht Snow auf jeden Fall auf einmal auch angefangen hat, so meine Sprüche zu benutzen mit It In Man und so ein Scheiß. Das war cringe auf jeden Fall. Ist das da hinten auf dem Bild deine Mom? Yes. Meine Mom und meine Tante sind immer am Start dahin. Die zwei Süßen. Und da habe ich Oma und Opa. Das hagelt wieder Abmahnungen. Dieser Fisch, Digga, ich schwör's dir, Alter. So ein Vogel, Alter. Unfassbar. Zieht's nur, bester Mann, schickt mehr Abmahnung raus als Busnitsch, Digga. Voll. Aus welcher Stadt kommt dein Dad in den USA? Mein Dad kommt aus Chicago und ich war noch nie dort, nee. Aber ich bin nicht so weit weg. Ich bin nicht so weit weg, Bro. Bin nicht so weit weg. Steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste so. Familie zu besuchen, Familie zu suchen, Familie das erste Mal zu sehen auch. Ich weiß auf jeden Fall, dass Schwester, Bruder und so, die sind kontaktbereit. Aber mein Dad, der anscheinend nicht so. Ich habe meine Schwester gesehen auf Bildern und ich habe die Kinder von meiner Schwester gesehen, Bruder. Fresh. Geil, Digga. Wir haben alle die gleichen Augen. Und das ist krass. Wann musst du aus Mexiko ausreisen und wohin geht's dann? Oder direkt wieder zurück nach Tulum? Ich sag dir Hand aufs Herz, die Entscheidung habe ich so noch gar nicht getroffen, Bruder. Die Entscheidung, wann, wie, wo, habe ich so noch gar nicht getroffen, Bro. So wie es aussieht, ja, ich Shit, Digga, der Donner geht los. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab ein bisschen Angst, Digga. Ich hab ein bisschen Angst vor dem scheiß Wirbelsturm, jo. Chicago ist mega geil, aber im Winter viel zu kalt. Auf jeden Fall, Bruder. Definitiv. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby, girl, drip.